Willkommen zurück bei Das ist Chaos, möchte gerne deklattert werden. Ja, ich habe jetzt alle losen Lippenstifte, Lipsticks, Paletten mit Lippenprodukten und alles Krams rausgesucht. Und ganz, ganz viel sind davon Geschenke gewesen. Aber auch trotzdem, trotz Geschenken, wir müssen hier aussortieren. Also, willkommen bei Declutter Lippenstifte Part 2. Wo fange ich an? Ich fange am besten mit den Paletten an. Ich habe Lippenstiftpaletten. Das hier ist von Essence. Die konnte man sich mal selbst zusammenstellen. Das ist so ein Balm, den macht man drauf und danach nimmt man diese Pigmente drauf. Das funktioniert eigentlich wunderbar. Ich müsste es nur tatsächlich machen. Also ja, das geht auch noch. So, ich kann das mal versuchen, gerade so ein bisschen. Dann geht das hier nämlich sehr, sehr smooth. Vielleicht sollte ich sie mir tatsächlich hinlegen für 22 und 22. Ich habe da zwar zwei Lippenprodukte drauf, aber vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt, die mit reinzubringen. Denn im Prinzip müsste das dann auch irgendwann mal weg. Und ich finde es gar nicht so schlecht, auch zum Reisen. Man hätte zwei verschiedene Varianten oder auch drei. Im Prinzip finde ich es gut. Ich muss es mir aber auf den Schminktisch legen, sonst wird das hier nichts mehr. So, wir haben noch weitere Paletten, die ich jetzt nicht so antatschen will. Das ist die Catrice Vintage Palette. Nein, Vinyl Lacquer Palette. Die habe ich schon benutzt, wie man sieht, hier dieses Orange. Dafür hilft sie mir auch wirklich gut, für das Orange zum Beispiel. Ansonsten, wie man sieht, ich habe sie nicht benutzt. Das überlege ich mir sehr, sehr gut. Weil ich weiß es nicht. Und das Weiß, könnte man tatsächlich nochmal gebrauchen. Aber ich habe ja auch noch die Essence Palette, bei der habe ich, also die Essence Palette, ich versuche sie nochmal so zu halten. Und da ist mir jetzt gerade das Pinselchen rausgefallen, aber da habe ich zum Beispiel das Schwarz benutzt, bevor ich einen meiner liebsten schwarzen Lippenstifte gekauft habe. Den zeige ich euch später noch. Und ja, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ich lege die Paletten, ach, hier oben das Orange habe ich auch schon benutzt, wie ich sehe. Das lege ich mir jetzt erstmal zurück. Man könnte bestimmt auch mit diesen braunen Tönen super Kontur machen und solche Sachen. Das muss ich mir mal überlegen. So, wie bereit bin ich, mich einzusauen? Komplett bereit. Ich mache weiter mit dem... das ist ein Revolution Pro Lipstick. Den habe ich geschenkt bekommen. Das ist die Farbe Supreme Matte Pigment Visionary. Ist das. Und Visionary wird behalten, weil... Ich zeig's. Ich hoffe, ich bin in der Kamera. Ja. Visionary ist ein wirklich toller Ton. Also auch so, ich habe den jetzt neulich erst getragen. Der war wirklich wunderschön und ich habe den echt gern gehabt, gerne auf den Lippen gehabt. Deswegen bleibt der. Dann gehen wir zu Rival de Loop Young, hieß das Ding zu dem Zeitpunkt noch, habe ich auch geschenkt bekommen. So, da haben wir einen Rival de Loop, den habe ich geschenkt bekommen. Ist mir eigentlich zu rosa, aber ich glaube, das war dieser... Ja, genau. Der wird auf den Lippen so leicht bräunlich-rosa und nicht nur so minimal ein bisschen pink. Nee, der bleibt auch, weil der ist einfach auch sehr schön. So, wo gehen wir weiter? Oh, Altera. Ich habe einen Altera-Lipstick. Den habe ich so gehypt. Den wollte ich unbedingt haben und habe den dann auch gekauft. Und jetzt kann man mal sehen, der hat keine Pigmente. Nichts. Gar nichts. Also beziehungsweise, naja, man sieht es, aber... Ja, der riecht komisch, der riecht muffig. Tschüss. Das wollen wir nicht. Wir wollen nichts, was muffig riecht. Oh, hier kommen wir dann gleich erstmal, genau, kommen wir doch erstmal gleich zu meinem liebsten schwarzen Lippenstift. Oh ja. Wie ihr erkennt, wir haben hier Lethal Cosmetics und das ist die wunderschöne Farbe Abyss. Bis ich mir Abyss gekauft habe, hat es gebraucht. Ich wusste nicht, lohnt es sich für den Preis. Mir war schon ein Wet n Wild Lipstick eingegangen zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte Abyss unbedingt. Dann habe ich ihn gekauft. Und jetzt kommen wir zu dieser wunderschönen, reinen, schwarzen Schönheit. Also, ohne Scherz. Ich habe ihn gekauft, weil ich habe eine kleine Reihe von Lethal Cosmetics. Ich habe noch andere hier liegen, die suche ich gleich. Und die habe ich geschenkt bekommen.
Und ich war wirklich erstaunt über diese Qualität von diesen Lippenstiften und habe gesagt, okay, wenn die so gut sind, dann wird Abyss mich retten. Jeden Tag aufs Neue, wenn ich schwarze Lippen trage. Und ja, ich trage die tatsächlich. Ich trage sie nicht nur auf Fotos. Manchmal trage ich sie wirklich einfach so, weil ich dazu Lust habe. Und ich liebe Lethal Cosmetics. Jetzt suche ich hier mal in meinem kleinen Chaos, wo die restlichen davon wohl hingekommen sind. Hier hinten ist noch einer. Ah, wenn man das Chaos gemacht hat. Ist unter anderem hier mein Liebling mit. Also mein zweiter Liebling. Weil der ist einfach wunderschön. Also ich liebe diese Farbe. Die meisten davon bleiben, beziehungsweise ich glaube, davon bleiben auch alle. Nein, du sollst nicht wieder hinfallen. ich bin mir da aber noch gar nicht zu 100% sicher, weil ich ja dieses Blau und das Lila, und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das bleibt oder nicht. Ich hatte doch gerade noch andere. Wenn man nichts findet, dann findet man nichts mehr. Ach, da hinten liegt er. Liegen die beiden sogar. Ich habe nämlich noch die beiden Farben. Das sind beide Schimmertöne. Also die sind nicht matt, die sind schimmernd und die haben halt auch spezielle Nuancen mit drin. Das ist so dieser hellste Ton, auch wenn er, wie gesagt, ein bisschen zu hell ist. Aber den finde ich jetzt bei Bildern gar nicht so verkehrt manchmal. Hat auch so einen leicht goldenen Einschlag, was ich cool finde. Was ich richtig cool finde. Ist ja schon einer rausgeflogen, trotz dieses Einschlags. Aber einer darf davon bleiben. Und hier ist dieses Grau-Lila, würde ich jetzt mal sagen. Das ist schlecht zu beschreiben. Aber die Liesl Cosmetics Sachen bleiben tatsächlich, weil die Farben sind einfach der absolute Wahnsinn. So, hier haben wir noch einen Holo-Lippenstift, den von Essence. Den habe ich auch geschenkt bekommen. Der hat auch dieses. Der hat auch so ein Pink mit Gold. Und der möchte nicht in der Kamera eingefangen werden. Jetzt so ein bisschen. Ja, was ist so? Der ist so hell. Puh. Nee, komm. Also, nein. Nope. Nein, bin ich raus. Ich gehe mal weiter mit diesem Lippenstift. Den habe ich mir aus Schweden mitgebracht. Das ist ein Elf Duo Lipstick. Wir haben hier oben die Variante Day. Day ist also sehr, sehr schön hell. Und Day ist, ja. Ja, es ist halt ein normaler Tageslippenstift, so nudig und so schön und so. Hier unten haben wir die Farbe Night. Und jetzt kommen wir zu Night. Night ist schon ganz geil. Ich habe ein Problem mit denen. Und zwar sind die tatsächlich so, dass sie auf alles abfärben, was nicht nied- und nagelfest ist. Und ich bin mir daher nicht so ganz sicher. Ich teste sie jetzt nochmal mit einer Methode, bei der ich weiß, dass nichts abfärben könnte. Aber zur Not geht er raus. So, dann gehen wir hier mal weiter mit der This Is Me-Reihe von Essence. Die ist auch schon wirklich. Die ist wirklich alt, diese Reihe. Und das ist grau. Grau. Schweinchenrosa. Und braun. So. Fangen wir mal mit braun an. Die sehen so aus von innen. Den hatte ich anders in Erinnerung. Schweinchen rosa. Oh, Schweinchen rosa. Habe ich Schweinchen rosa noch nie benutzt? Doch, habe ich, glaube ich, schon mal benutzt. Aber noch nie hochgepumpt. Man muss die nämlich hochpumpen. Und dann kann man damit. Nein. Oh, Gottes Willen, nein. Himmel, Herrgott, nein. Mein Grau, mein Dunkel, das ist das dunklere Grau. Das sieht mittlerweile schon so aus. Das ist so, ja, so grau halt. Wie soll man das auch anders beschreiben? Bin ich mir gerade noch nicht schlüssig, muss ich gleich mal gucken. Und hier ist das helle Grau. Das helle Grau hat was von, ja, lila, einen leichten lila Einstich. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich trage sie alle vier nicht mehr. Die können weg fürs Erste. Also nicht fürs Erste, sondern die können weg. Dann habe ich hier ein LA Splash, ist das, glaube ich. Guckt,
Hat sich schon von allein erledigt. Der ist so trocken. Nee. Tschüdelmüllö, sage ich in dem Sinne. Und ja, hier machen wir jetzt nochmal den Made to Sparkle von Essence. Den ich nicht aufbekomme. Es läuft. Hier wird, also das Testen, das ist auch so ein schöner Kupferton. Eigentlich ein schönes dunkles Kupfer. Oder das. Jetzt wirkt es wie Schokobraun. Ach, das ist so herrlich. Ja, ja. Trage ich Schokobraun? Ich müsste den mal auftragen auf meinen Lippen, um zu gucken, wie der aussieht. Heißt, ich teste den nochmal aus. Oh, genauso wie den Day and Night. Und dann entscheide ich endgültig. Das Chaos lichtet sich ein bisschen und ich habe mir hier noch ein paar bereitgelegt. Es geht jetzt um Catrice Matte Lover. Sehr sexy Matte Lover. Auch den schiebt man hoch, indem man hier wunderschön dreht. Und der Matte Liebhaber sieht ungefähr so aus. Es ist ein wunderschönes Lila. Er riecht... Was? Ach nein, das war mein Finger. Ich dachte gerade, er riecht nach Zwiebel. Nein, das sind nur meine Finger. Aber er riecht noch gut. Ich glaube, den behalte ich tatsächlich, weil... ach, der ist einfach schön. Dann kommen wir zu einem weiteren Catrice. Der war mal in der Limited Edition. Oh, und ich weiß gar nicht mehr, wie die Edition hieß. Limited Edition Glitter Storm hieß diese Edition. Und dann gehen wir noch mal... Dann wollen wir noch mal den Glitzersturm erleben. Das ist dieser Ton. Auch wieder ein perfektes Lila. Und komm, mach mal scharf. Genau, er glitzert wirklich cool. Er ist echt mega. Ja, ich behalte ihn nochmal, weil ich ihn letztes Jahr, glaube ich, sogar zwei, dreimal getragen habe. Jetzt kommen wir zum Kandidaten, den ich wirklich noch nie getragen habe, ich ihn aber geschenkt bekommen habe. Das ist übrigens auch Catrice. Das ist Prismed Lip Glance. Das ist ein Geschenk gewesen auch. Und ich weiß, dass der benutzt worden ist. Aber, ja, ihr seht, kein Finish, keine Farbe. Es ist nur ein Finish und keine Farbe direkt. Daher, der kommt weg. Der möchte nicht bleiben. Ich muss den mal kurz legen. Also so, jetzt kommen wir zu den beiden Schätzchen. Das war mal eine Reihe. Fade Your Shade hieß das Ding. Damit konnte man seine Lippenfarbe... ich lese das mal vor. Cremiger Lippenstift, der einen matten Hauch Farbe abgibt, um einen Ombre-Effekt zu erzeugen. Ja, er ist weiß. Und man hätte damit wirklich seinen Lippenstift schön auffrischen können. Aber erstens, er ist... mega Weißton. Man kann damit eine super Base-Color zaubern. Habe ich schon öfters gemacht. Mag ich total gerne. Und dann gibt es diesen Ton. Der ist natürlich dafür da, um es abzudunkeln. So. Den hingegen benutze ich irgendwie einfach nicht, weil ich habe tausend andere von den Tönen. Und den benutze ich nicht. Also, der dunkle fliegt raus, der helle bleibt drin. Was natürlich total merkwürdig gerade für mich ist, aber ja. Dann habe ich hier die Reihe von... Dann habe ich mir letztes Jahr, als der rauskam, habe ich mir den What a Fake Lip Plumper von Essence gekauft. Das ist einfach ein Lipgloss. Ich brauche den nicht auftragen. Das ist ein durchsichtiger Lipgloss. Der soll deine Lippen ein bisschen voluminöser machen. Ja, macht er jetzt nicht unbedingt. Aber er hat einen schönen Effekt, wenn man den auf dem Lippenstift macht. Und dann habe ich letztes Jahr gewonnen bei... DM auf TikTok. Also ihr könnt mir auch gerne auf TikTok folgen, wenn ihr das wollt. Die Reihe, Gott, wie hieß denn die Reihe? Ich komme nicht auf den Namen. Es tut mir leid. Wenn ich ihn gefunden habe, blende ich ihn jetzt mal hier dick ein. Und da habe ich die passenden Lipglosse bekommen zu den Paletten. Das ist Let That Shit Go. Die sind halt reiner Glitzer. Ja, beziehungsweise sie sind halt ganz normale Lipglosse, haben aber so minimalen Hauch von einer Farbe drin. Dieses Paket war eine, also beziehungsweise diese Lippenstifte waren eine kleine Überraschung. Denn ich habe es nicht gewusst, dass sie eine Art Lip-Plumping-Effekt haben sollen.
Und habe natürlich so wahllos mitten in einem YouTube-Video, glaube ich, oder in einem Livestream, nein, in einem Livestream auf Instagram, habe ich diese Lipfarbe drauf gemacht und mir gedacht, meine Lippen, meine Lippen, meine Lippen, meine Lippen. Und das war halt der Fehler, denn die haben echt gebrannt wie nichts Gutes. Sie bleiben aber. Ich packe sie mittlerweile über einen Lippenstift und bin also in dem Sinne schlauer geworden. Sie bleiben auch, weil, wie gesagt, sie sind neu. Ich benutze sie tatsächlich als Topper und ja. Kommen wir als nächstes zu meinem Lieblingslippenstift, Liquid Lipstick. Das ist der Kaleidos Lipstick in der Farbe Rubin. Rubino, Entschuldigung, Rubino. Ich liebe ihn. Er kommt nicht weg, aber ich swatch euch diese Schönheit einfach mal, wenn ich dann hier richtig bin. So. Auf den Lippen sieht der so hübsch und so intensiv aus. Also, und er kühlt so leicht. Ich mag ihn. Ich liebe ihn, besser gesagt. Ich musste ihn euch zeigen. Er ist einfach wunderschön. Er ist wunderschön. Genauso wie der Stay 8 Hours Matte Lipstick, Liquid Lipstick von Essence. Das ist Bite Me If You Can. Ich weiß nicht, ob es die Reihe noch gibt. Ich glaube nicht. Ich bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Auch diese Farbe ist der Hammer. Habe ich neulich erst auf einem der Videos getragen. Auf meinen TikTok-Videos. Und es ist großartig. Ich liebe den, der bleibt genauso sehr. Dann haben wir hier, den habe ich letztes Jahr, habe ich den gewonnen? Ich glaube, den habe ich gewonnen. Das ist ein Revolution Lipstick. Nein, der war ein Goodie. Entschuldigung, das war ein Goodie in einer Bestellung. Der hat zwei Phasen. Einmal einen normalen Lippenstift. Jetzt. Ja, er ist viel zu hell. Viel zu hell. Für mich würde ich nicht tragen. Aber es gibt dazu tatsächlich noch ein Gloss. Ja, und es hat halt denselben Effekt. Es ist mir viel zu hell. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Wahrscheinlich werde ich es an irgendjemanden weitergeben. Aber ja, vorher muss ich oben übrigens, also Sachen, die ich weitergebe, werden vorher desinfiziert von mir. Nur damit ihr das bei Lippenstiften oder Lippenprodukten wisst, ich desinfiziere vorher. Das hier ist die Mermaid Edition von Wet n Wild. Ja, ihr habt recht. Die ist alt. Die ist sehr alt. Aber ich habe sie gefeiert. Ich habe alle Produkte aus der Reihe. Alle. Und das habt ihr ja schon festgestellt, als ich die Liquid Lidschatten aussortiert habe. Da sind nämlich auch welche dabei. Ist leider noch gut. Sekunde. Ja, der ist noch gut. Farbe ist auch echt schön, kann man auch wirklich gut auf Fotos benutzen. Wird behalten. Ich kontrolliere hier jetzt tatsächlich auch nach Geruch, weil man weiß ja nie. Also nicht, dass er jetzt schlecht riechen würde, aber. So, die Farbe ist natürlich auch der Hammer. So, habe ich auch wirklich einige Zeit lang nicht getragen, aber letztes Jahr habe ich sie, glaube ich, auch noch mitgetragen. Das ist der blaue. Aber er gibt schon kaum noch Farbe ab. Ich würde den blauen tatsächlich aktuell noch tragen. Den aber nur, wenn es so wirklich Special-Sachen sind, Full-Face-Sachen, die da wo extremst farbige Lippen sein müssen. Da würde ich es nehmen. Genauso wie das Grün. Komischerweise riechen hier die Applikatoren echt ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe das nicht so ganz, aber es ist so. Ja, der Grüne, der ist auch schon so ein bisschen angeschlagen, aber vielleicht schaffen wir es ja, dass ich ein paar Fullface-Sachen mache und die dann gut einbinden kann. Dann haben die nämlich noch einen guten Zweck und Sinn, also Sinn und Zweck, so rum. Dann habe ich letztes Jahr ein komplettes Bundle von einer Freundin abgestaubt, die wollte unbedingt die Sachen loswerden. Ich habe die meisten davon noch nicht getestet, aber den Stila, den habe ich schon getestet. Das ist Shame on Me. Der ist leider geil. Hallo? Die Farbe, ne? Also das ist wirklich ein schöner Ton und sieht auf den Lippen übrigens perfekt aus. Getestet habe ich auch noch den Love, den weiß ich auch. Den hatte ich zum Frittenessen drauf, das hat er leider nicht ganz überstanden, aber man sieht, es ist ein sehr knalliges Rot. Und auch der bleibt, definitiv bleibt der.
Dann haben wir noch einen zweiten Stealer. Ich komme mir langsam vor, als ob ich Football-Teams aufzähle. Die Steelers, die Pittsburgh Steelers. Also auch den habe ich schon benutzt, den hier. Es ist wie flüssige Schokolade, ich sag's euch. Es sieht aus wie flüssige Schokolade. Ich finde das total faszinierend. Noch nicht benutzt habe ich den Strong, aber ich weiß, dass sie ihn halt benutzt hat, deswegen kann ich ihn swatchen. So, jetzt. Oh, uff da. Eieieiei. Puh, genau meine Farbrange, ne? Wir haben ja gelernt, dass das nicht so ganz meine Farbrange ist. Ich würde den aber tatsächlich gerne einmal ausprobieren. Ich lege den jetzt mal dahin. Für irgendein Foto wird es funktionieren. Also zumindest für irgendein Foto werde ich den mal austesten. Und werde zumindest mal gucken, wie so der Halt ist von den Dingern. Weil man weiß es ja nie. So, dann haben wir hier noch den Summer. Oh, der ist, glaube ich, noch unangetouched gewesen. Ja, der ist... Ja, den wollen wir nicht... Okay. Der riecht... Der riecht komisch. Wie soll ich das beschreiben? Der riecht... Ein bisschen komisch. Jetzt swatche ich ihn aber doch mal. Oh, ne. Nee, ich weiß nicht. Nee, dafür riecht er schon ganz komisch. Also der hat so einen ganz, ganz merkwürdigen Geruch. Sehr, sehr zitronig. Also, wie soll ich das beschreiben? Wie so ein Spülmittel riecht das Ding. Wie so ein Spülmittel. Und ich glaube nicht, dass Essence unbedingt sagt, macht euch Spülmittel drauf. Also daher, der kommt weg. Weiter geht's mit einem neuen Geschenk. Ich habe vor kurzem ein Paket geschenkt bekommen von meiner lieben Silvia. Und sie hat mir den Sleek Matte Me Lippenstift reingestellt. Ich muss euch unbedingt mal ein Bild einblenden, bei dem ich den Lippenstift getragen habe. So, dieser Lippenstift bleibt. Zu 100% bleibt er. Aber ich will es euch nicht vorenthalten. So, und los geht's. Der ist auf den Lippen noch viel geiler als auf dem Arm. Ich bin wirklich verknallt in diese Farbe. Ich könnte ihn gerade die ganze Zeit tragen. Das ist mein absoluter Liebling. Dann habe ich hier... Oh, das ist einer meiner ersten Trended Up gewesen. Ich hoffe, der stinkt nicht. Ihr habt das schöne Fluppen gehört. Es ist wunderschön. So. Er stinkt nicht, muss man dazu sagen, aber die Tatsache, dass der uralt ist und ich da wahrscheinlich Ewigkeiten dran rumdödle, bis ich dort Farbe raus habe, aber ihr könnt sehen, man kann da wunderbar schon erkennen, eigentlich, dass da relativ viel raus ist, weil ich ihn sehr oft benutzt habe, weil es war, wie gesagt, mein einziger, aber er kommt weg, weil ich glaube, der wird mit dem Alter auch nicht schöner und ich benutze ihn auch schließlich nicht. Dann habe ich hier die Reihe von, eine Reihe von, BH Cosmetics Lippenstiften liegen. Und aber einigen weiß ich den Namen nicht. Also werde ich jetzt mal die Namen nicht sagen. Ich werde die einfach mal swatchen. Ich glaube, sogar BH verkauft die nicht mal mehr. Das ist so einer meiner Lieblings-Nude-Töne mit. Ich liebe dieses Fluppen. Ihr seht, ich bin total angefixt davon. Das ist ein Pink. Ja. Oh. Na? Bist du gekippt? Nein, ist er nicht. Zum Glück. Obwohl. Das ist eigentlich nicht die Originalfarbe. Tschüss. Das ist mein knallhartes, einfaches Tschüss. Hier haben wir jetzt noch ein richtig krasses Pink. Hoffen wir, dass der noch funktioniert. Also, dass wir hier nicht gleich... Nein, um Gottes Willen, nein, das brauche ich. Der Ton, nein, nicht auf meinen Lippen. Aber ich hoffe, er ist noch gut, weil, kleiner Favorit von mir, er ist halt rot. Ihr wisst ja, ich habe eine Rotmacke. So, oh ja, er ist noch perfekt, er ist noch das, was ich mir wünsche. Gott sei Dank. Er ist noch wunderbar. Das erleichtert mein Herz ein bisschen. Ich habe natürlich auch in 22 noch ein paar Produkte, zwei Lippenstifte. Ich zeige euch aber gleich davon noch einen anderen, einen weiteren, den ich da habe. Und
Ja, ach, das zeige ich euch am besten gleich. Und zwar von den Color Boost, was, die sind halt auch ein bisschen älter. Und von diesen mit Vinyl habe ich noch zwei in 2222. Oh, der eine Lippenstift brennt. Und die sind halt so. Warum habe ich diese Farbe eigentlich vergessen bis jetzt? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber die halten nicht sehr lange. Also die Vinyls halten ganz, ganz schlecht. Und die sind wirklich nur was, wenn man Fotos machen will, wenn man schönes Make-up hat und ein Foto machen will. Und dann sind die perfekt. Aber ansonsten nicht so für den Alltag oder sowas gedacht. Für Fotos sind sie wirklich toll. Ich mag sie. Für den Alltag könnt ihr eher die Matten benutzen, denn die halten tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist übrigens eine meiner Lieblingsfarben. Also beide Farben sind aus dem Matt, die ich am besten und am meisten trage. So. Das ist einmal dieser Ton. So, es wackelt ein bisschen. Es tut mir sehr, sehr leid, wenn das hier so rumwackelt. Komm, geh auf. Und das ist ein Ton Nummer 2, der dunklere. Den trage ich zum Beispiel auch sehr gerne. Sehr gerne. Den habe ich mal ein Jahr lang nur durchgetragen. Also beziehungsweise die Kombi aus beiden habe ich dann getragen. Man hat mich davon gar nicht mehr abhalten können. Von denen. Und wir kommen jetzt gleich zum Rest. Okay, mir geht langsam der Platz auf dem Arm aus, aber ich bemühe mich. Wir haben hier eine Reihe von NYX Lippenstiften. NYX kaufe ich ja nicht mehr, denn ihr könnt das mal sehen. Das ist ein alter NYX Lippenstift, den habe ich mal geschenkt bekommen. Und hier könnt ihr sehen, da ist das Cutie Free Häschen. Einige Zeit später habe ich mir einen weiteren Lippenstift von NYX gekauft. Und wo ist das Häschen? Es gibt kein Häschen mehr. Ja, das wurde aberkannt, scheinbar. So wie es nämlich aussieht, weil weg ist weg. So, in dem Fall, jetzt geht das mit dem Pink wieder los. Ich habe den geschenkt bekommen, wie gesagt, das Pink. Aber sind wir ehrlich, ich hasse Pink. Mittlerweile hasse ich Pink auf den Lippen. Dann habe ich hier die wunderschöne Farbe Kopenhagen. Wie heißt sie? Kopenhagen heißt sie. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, gut. So, Kopenhagen ist so ein bisschen mehr meins, definitiv. Der bleibt. Was haben wir hier? Du bist Madrid. Wir haben hier Madrid. Madrid swatche ich wieder hier oben. Ja, Madrid könnte ich mal hier hin swatchen. So, da. Das ist ein schöner Ton, also ich mag den, weil der hat auch so einen Schimmer drin, so ein bisschen was Metallisches. Der bleibt natürlich auch. Und dann habe ich mal bei NYX gewonnen, da wusste ich nicht, dass sie das Häschen nicht mehr hatten, zu dem Zeitpunkt. Da haben wir hier die Farbe Toulouse. Toulouse ist halt auch ein Nude-Ton. Der bleibt auch, weil Nude-Ton ist Nude-Ton und Nude-Ton kann bleiben. Den kann man auch leer machen. Dann haben wir hier London. London ist zwar hell, aber mit dem Topper sieht er übrigens klasse aus. Also mit diesen Lip Plumper Toppern da von BH Cosmetics sieht er toll aus. Und wir haben hier noch Abu Dhabi. Abu Dhabi ist auch schön hell, aber auch mit dem kann man super toppen. Und zack, hätten wir da eine wunderschöne Schönheit. Stelle die mal kurz hier rüber und ich bin gleich wieder bei dir. Weiter geht's mit den Catrice. Die gehen leider raus. Diese wunderschöne Reihe von Catrice, die Full Sotter, beziehungsweise die heißen glaube ich auch Demi Matte. Ich bin mir nicht sicher, die gehen raus aus dem Sortiment. Aber ich habe sie von Sivi noch geschenkt bekommen. Das ist eine der herrlichsten Farben der Welt. Auch Nude, aber ist wunderschön. Ich mag's. Bleibt auf jeden Fall. So, jetzt kann ich schon ein bisschen was hier hinten hinstellen, denn wir haben ja den größten Teil schon weg. Hier haben wir die Farbe 070, das ist Full of Love. Und Full of Love ist Full of Love. So, sie sind beide ungebraucht gewesen. Lieben wir. Ja, wir lieben das, also ich liebe das. Ob ihr das liebt, das könnt ihr mir gerne in die Kommis schreiben, ob ihr genauso ein Rot Knall habt wie ich oder nicht. Neu gekauft habe ich mir die vor einigen Monaten, die XX Revolution The Matrix Collection. Das ist einmal so ein bäriger Ton und einmal ein grün. Ja,
ein Grün. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt. Und jetzt erstmal der bärige Ton. Der ist echt schön. Ich liebe den. Der hält sogar das Essen. Also die halten Essen sehr gut. Die möchten beim Essen nicht abgehen. Und jetzt auch noch das Grün dazu. Das Grün ist genauso. Den grünen Ton habe ich tatsächlich genommen, beziehungsweise das Paket mit Grün habe ich genommen für Face Art Sachen. Der war also beabsichtigt so gekauft. Ja, dann kommen wir hier zu 183 Days. Die habe ich mal in einem Gewinnspiel gewonnen, die Dinger. Die sind von der Qualität her sehr, sehr gut. Kann ich nicht motzen. Ja, sehr hell. Sehr hell. Aber ich habe den immer getoppt mit diesem hier bis jetzt. Und habe auch andere mit diesem schon getoppt. Also das ist ein reiner Topper. Hier, da sieht man nicht viel. Das ist halt einfach nur ein Topper. Der bleibt aber auch der Topper. Bei ihm... Er wünscht sich wahrscheinlich eher ein neues Zuhause als alles andere. Und dieser Ton bleibt definitiv. Weil... Der ist so hübsch. Der ist sowas von hübsch. Ich liebe ihn. So, auch wenn er natürlich ein bisschen rosastichig ist, aber das ist egal in dem Fall. Jetzt gehen wir weiter mit einer Catrice-Reihe, die ich auch mal geschenkt bekommen habe, weil... ja, weil ich Lippenstifte liebe und alle glauben, dass sie mir Lippenstifte schenken dürfen. Nein, es ist gar kein Problem. Ich nehme die auch ab, wenn irgendjemand die nicht mehr mag. Und ja, hier haben wir ein Dunkelblau. So, ich brauche noch Platz auf meinem Arm. Das Dunkelblau, das ist übrigens auch praktisch für Lip Art. Könnte ich jetzt zum Beispiel benutzen für eine Runde, der Make-up verbindet und Sachen. Das ein bisschen mit dem hellen, mit dem weißen drunter, das ist ein weißer Lippenstift, den ich euch hier gezeigt habe. Und dann das Blau drauf und dann hat man einen coolen Eiseffekt. Davon gibt es halt auch noch ein, dieses Lila. Ach komm, ich versuche wirklich das alles auf diesen Arm zu bekommen. Oh, das Problem ist, trage ich aber nicht mehr. Puh, ich lege den mal hier hin. Wie geht das wohl aus? Ich muss langsam aber sicher hier ein bisschen anbauen. Also deswegen verzeiht mir, wenn ihr hier meine Narben an den Armen sehen müsst. Oh, 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 no. Und noch ein weiteres Lila. Oh mein Gott, das ist, oh no. Ja, der ist aber wenigstens noch geil gemacht. Also der hat hier zum Beispiel noch richtig Qualität. Trage ich aber nun auch nicht mehr. Also sind wir doch mal ganz im Ernst. Trage ich nicht mehr. Die lege ich mal hin, bewusst. So, und jetzt haben wir noch die letzte Reihe. Das sind meine Catrice Generation Matte Edition. Das sind meine Generation Mattes. Die heißen, glaube ich, Matte Ink. Genau, die zwei heißen Matte Ink Pro. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Und das sind die Generation Mattes. Die Generation Mattes gibt es, glaube ich, so gar nicht mehr. Davon habe ich drei Stück. Einmal die Farbe The Metalist. The Metalist, okay. Wo bringen wir die jetzt noch an? The Metalist kommt dahin. Der ist sehr, sehr schön. Ich mag die wirklich sehr gerne, muss ich gestehen. Also die trage ich auch regelmäßig. Dann haben wir hier diesen Ton. Diesen Ton, wenn mein Licht nicht aufhört, mich zu ärgern. Egal, auf diesen Ton. Das ist Girls Bite Back. Jupp, wir alle sind bissig. Auch eine wunderschöne Farbe. Ich breche mir gleich noch den Arm ab oder ich reiße ihn mir einfach raus. Alles für euch. Und das ist hier mein absoluter Favorit aus der Reihe. Der heißt wundervoll und das hoffe ich, sperrt jetzt YouTube nicht. Lamapoo. Lamapoo ist der Favorit aus der Reihe. Aus dieser Generation Matte Reihe. So. So sieht der Hübsche aus. Ich mag den, trage den gerne. Gestern erst getragen. Und jetzt kommen wir zu den Matte Pro Ink. Da habe ich den 100 Cord Code. Also das ist
Ja, das ist ein Rot-Braun, würde ich jetzt mal so sehen. Der sieht so aus. Der ist echt cool. Ich hätte einige Swatches kleiner machen sollen. So, der ist wirklich schön. Und einmal den knallroten. Den brauche ich. Das ist die 090. This is my statement. Ja, das wird jetzt mein Statement. Mein letztes Statement für heute. Ja, er ist knallrot. So, in dem Sinne, ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Swatches und rechne aus, wie viele rausgegangen sind. Fürs Erste verlassen mich hier von 18 Stück. Teste ja noch 2, 3 Stück so aus. Und die Paletten, die werde ich auch nochmal ausprobieren. So, zack, habe ich hier übrigens Stained. Ja, das sind die Swatches. Und das war mein Lippenstift, die Clutter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes decluttert sehen wollt. In dem Sinne, schminkt euch, habt Spaß dabei und wir sehen uns am Samstag wieder. Tschüss!